Moin, Leute. Servus, meine lieben Liebenden. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute gibt es mal eine kleine Reaction von mir, denn der dunkle Parabelritter hat tatsächlich, ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, ich finde das irgendwie interessant, hat tatsächlich auf ein Lied von mir reagiert, nämlich, oder ein Lied von UPI Music, je nachdem, wie man es nimmt, und zwar auf den Song Deine Mutter geht kacken. Der ein oder andere kennt ihn, der ein oder andere vielleicht nicht. Wenn ihr euch ihn anhören möchtet, ich habe ihn euch mal unten in die Beschreibung verlinkt, da könnt ihr euch ihn gerne mal anhören. Ich will jetzt aber hier nicht so viel Werbung machen, weil es geht mir heute eigentlich eher um die Reaktion von ihm. Denn, ja, er hat nämlich gestern, glaube ich, war das gestern? Ich glaube schon. Auf jeden Fall hat er mal so eine Umfrage gemacht auf Instagram, so, yo, ich will hier Livestream machen und so. Gib mal Musikvorschläge, ne, ich wegen Reaction und so. Oder halt einfach mal so Vorschläge zum Anhören. Und, da habe ich gedacht, aus Spaß, weißt du was, schreib doch einfach mal rein, er wird es sich eh nicht anhören, schreib doch einfach mal rein von UPI Music, Deine Mutter geht kacken. Weil, ich dachte mir so, okay, es hört sich sowieso keine Sau an und ich meine, er hat ja eine gewisse Reichweite, er ist ein ziemlich großer YouTuber und Livestreamer auch. Und, ich fühle mich irgendwo geehrt, dass er meinen Song quasi, ja, in seinem Livestream abgespielt hat, weil, ich bin ehrlich, an der Stelle solltest du das sehen, lieber dunkler Parabelritter, ich will es nur nebenbei anmerken, ich bin auch ein Metalhead, okay? Also eigentlich spiele ich selber Gitarre, hat man ja an dem Video gesehen. Und ich bin eigentlich mehr so der Rock- und Metal- und Blues-Typ und auch ein bisschen Country. Ja, aber hauptsächlich so Rock und Metal. Und eigentlich ist dieser Song nur deshalb entstanden, weil ich halt irgendwann mal aus guter Laune raus Akustikgitarre gespielt habe und hatte irgendwie, warum auch immer, aus Langeweile diesen Text im Kopf, also dem vom Refrain, ne, mit deiner Mutter geht kacken und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, das ist so doof und so weird, das machst du jetzt einfach. Und ich hatte einfach Lust drauf, irgendeinen richtig blöden Party-Song zu machen, wo der Text so richtig dämlich ist, wo die Leute einen Ohrwurm von kriegen. Und man sieht da, es hat bei vielen funktioniert. Ich bin echt überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass dieser Song so gut ankommt bei vielen Leuten. Aber ich will es auch nochmal kurz anmerken. UPI Music ist wirklich nur eine Satiregruppe. Also ich und mein Kollege Fredos aka Florian, wir machen zusammen einfach nur Satiremusik. Und das kann man schnell falsch verstehen. Aber es ist eigentlich nur dazu da, um die Leute einfach nur zu bespaßen, beziehungsweise denen ein bisschen Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Auch wenn manchmal die Sachen ein bisschen komisch wirken. Aber ja, das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Ich bin eigentlich ein Metalhead. Ich habe diesen Song nur aus Langeweile und aus Spaß gemacht. Und bitte diesem Text und diesem Lied einfach keinen weiteren Sinn geben. Das war einfach nur aus guter Laune raus. Und ich will gar nicht mehr so lange labern. Wir gucken uns das mal an, wie er darauf reagiert hat. Ich kann das echt irgendwie nicht so glauben, weil das ist irgendwie interessant, ja. Weil ich meine, der dunkle Parabelritter ist nun mal jemand, der schon viele, viele große Bands interviewt hat. Also ziemlich bekannte Bands, die ich auch zum Teil höre. Und der auch viel rumkommt, ne, der kennt viele Leute und das ist halt einfach, finde ich, ist für mich krass, weil ich bin halt nur so ein No-Name, weißt du, aus irgendeinem Dorf, weißt du, das ist so, gut. Ja, hören wir uns das Ganze mal an, mal gucken, was er zu sagen hat. Das hat mich jetzt überrascht. Oh je. Sieht gemütlich aus bei ihm, muss ich mal so sagen, so nebenbei bemerkt. Finde ich cool mit den Lichtern und so. Bräuchte ich auch mal. Er hat wahrscheinlich den Titel gelesen. Wetten? Ja, dann, ich hatte gerade was ausgesucht. Ich hatte gerade was ausgesucht, aber ich hab's verlegt. Oh, okay. Ich muss da mal ganz kurz reingucken, ob ich euch das nächste anvertrauen kann oder ob das zu mies daneben ist. Zu mies daneben, ja, okay, das kann man denken, da hat er recht. Das vom Text her oder vom Lied her, vom Liedtitel her könnte man das wirklich denken. Da hat er recht. Auweia. Das dachte ich mir schon. Auweia. Die Reaktion, mit der habe ich gerechnet. Ja, kannst du bringen, ist nicht so schlimm. Ist nur FSK 18. Passt schon. Nein, ist es nicht, oder glaube ich zumindest. Auch wenn der Text ein bisschen. Seid ihr bereit für richtig heftig schlimmes Cringen? Ja. Ich würde jetzt fast schätzen, dass da jemand seine eigene Mucke reingehauen hat, aber die. Habe ich, ja. Ich hab mich angestrengt. Ist alles selber, ist alles safe, mate. Da ist nichts geklaut. Und übrigens, finde ich übrigens cool, ne? Du hast auch Teufel-Kopfhörer. Finde ich gut. Sympathisch. Soll lustig sein. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid nicht bereit.
So schlimm ist es doch nicht, Mensch. Nein, doch, nein, was? Okay, pass auf. Also, ich möchte mich an dieser Stelle im Vornherein von jedweder Verantwortung lossagen. Ich habe damit absolut nichts zu tun. Und ja, schaut es euch an. Oh nein. Hat er wenigstens das Musikvideo? Oder ist es nur das mit dem... nee, okay, ist es nur das normale Video? Das ist nicht mal ein Musikvideo. Moment. Nee. Das ist nicht mal ein Musikvideo. Sag ich doch. Da muss ich kurz einschreiten. Richtig, wenn schon, dann richtig ist. Oh mein Gott, ey, so geil, das gibt's nicht. Das ist der Underground, den ihr immer sehen wollt, übrigens. Genau, das ist der Underground, du hast es erfasst. Es stimmt halt wirklich, das ist so der richtige Underground. Ja, das ist nicht irgendwie Großstadt-Underground, das ist Dorf-Underground. Das ist nochmal Next-Level-Shit, ja. Ne? Schön Autotune. Ja. Fühlt ihr es schon? Ihr fühlt es schon, oder? Ja, aber so richtig, komm. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir machen jetzt einen Deal. Wenn ihr wollt, dass das Video aufhört, dann muss dieser Bildschirm von euch mit ganz vielen roten Nays geflutet werden. Wehe, das passiert, dann bin ich beleidigt. Nein, Spaß. Nein, also ich erwarte jetzt nicht, dass alle sagen, boah, der Song ist voll krass, weil es auch viele gibt, die wahrscheinlich sagen werden, ist voll der Rotz. Kann ich verstehen, ist auch in Ordnung so, weil, wie gesagt, ist sowieso nur Satire-Musik. Warte mal, what the fuck? Ich wollte gerade sagen, Alter, ich dachte gerade irgendwie, da steht die Post, ist das schon irgendwie 17 Uhr, was zur Hölle? Na egal. Hallo? Ah. Die wollen, dass es weiterläuft, müssen gegenhalten mit Yes. Kommt, ihr Leute. Entscheidet das jetzt. Ihr entscheidet jetzt, ob das weitergeht oder nicht. Es ist 7 Uhr morgens. Hast du gar keinen Bock. Du hast wieder gesoffen. Wie ein schwarzes Loch. Die Meinungen sind gespalten. Oh Gott. Und dich kurz alles an. Ich wusste, dass die Reaktion kommt. Ich hab's geahnt. Also nur mal kurz zur Info, das mit dem Autotune war absichtlich so, es sollte absichtlich so klingen, deswegen, also das war mit voller Absicht. Kein Scheiß. Du sitzt in der Schule. Ach du Scheiße. Der Lehrer kommt rein. Ach du Scheiße. Er ist gut gelaunt. Warte, warte auf den Refrain, Mann. Mit nem Girl, Alter! Oder ne Runde C und D, wo dich alle zerstören. Und jetzt! Ja, ja, mach mit, los! Jawohl! Er hat's erkannt, genau diese. Er hat's erkannt. Die besoffene Menge, die samstagabends irgendwann um 23 Uhr irgendwo bei irgendeinem Gartenfest sturzbesoffen auf dem Rasen liegt und. Genau diese Leute wollte ich mit diesem Song ansprechen. Hat geklappt. Aber gut, ich meine, er cringet wahrscheinlich ein bisschen ab. Er findet es wahrscheinlich irgendwie witzig, aber. Also, was heißt, er cringet wahrscheinlich ein bisschen darüber ab. Aber ich glaube, ein bisschen funny findet er es schon, glaube ich. Aber so. Ich lasse es jetzt erstmal laufen. Bring dich auch nicht gleich um, Mensch. Mach, dass es aufhört. Du hast keinen Bock mehr auf den Scheiß. Baby Yoda, Feuer. Und säufst so lang, bis du nichts mehr spürst. Ich kann da nicht drauf klar. Ja. Das passende Bier zu dieser Musik. Genau, das dachte ich mir nämlich auch vor dem Videodreh. Deswegen die Ambacks. Haben wir extra noch geholt bei der Tanke damals, weiß ich noch. Nur für dieses Video. Alter, die Meinungen sind richtig gespalten.
Jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion, was er dazu sagt. Ihr habt's mir nicht einfach gemacht. Ihr habt's mir nicht einfach gemacht. Ihr Arschlöcher. Ja, das Ding ist aber, nachdem da jetzt viermal, fünfmal der Chorus kam, bin ich davon überzeugt, und das meine ich wirklich ernst. Also Chorus selbst habe ich in diesem Song nicht verwendet, wirklich nicht, kein Scheiß. Dass dieser Song auf Campgrounds deutlich besser ankommen wird als der andere, über den wir vorhin gesprochen haben, wo ihr behauptet hättet, dass das ja hier von Majestica. Es ist kein Scheiß, das mit den Campgrounds sind genau diese Leute, die ich mit diesem Lied ansprechen wollte. Es ist Mein Plan ist aufgegangen, würde ich sagen. Also es ist interessant, mein Plan ist aufgegangen. Das ist, finde ich gut. Dass der dann laufen wird, könnt ihr komplett vergessen. Lasst euch das mal von jemandem gesagt sein, der das ein bisschen einschätzen kann. Das ist ein Campingplatz-Song. Majestica ist kein Campingplatz-Song. Das ist ein Campingplatz-Song. Dankeschön. Give me please, Alter. Give me please. Nee, schlimmer als Sarah Brand war das auf jeden Fall nicht. Oh, danke. Das ich hab einen fucking Ohrwurm davon. Ja, voll. Yes, ich hab ihn gekriegt. Ist unglaublich. Weißt du, das sind genau diese Punkte, die ich absehen wollte. Weißt du, es soll so ein richtiger Saufsong sein. Die Leute sollen Ohrwurm davon kriegen. Jetzt alles, was er gesagt hat. Campingplatz-Song, Ohrwurm, alles. Genau das wollte ich damit erreichen mit diesem Song. Das war absichtlich von Anfang an, vom ersten Wort in diesem Text, den ich geschrieben habe. Es war von Anfang an so gewollt. Also, ich finde das witzig. Ich finde das echt witzig. Mein Plan ist wirklich anscheinend aufgegangen bei den meisten Leuten. So, ich will mich jetzt nicht in den Himmel loben, aber finde ich witzig. Finde ich gut. Komm von diesem Song. Oh, schade, ist schon vorbei. Okay. Aber gut, ey, das finde ich richtig geil, wie gesagt. Also nochmal an der Stelle danke an den dunklen Parabelritter für deine Reaction. Ich hätte nicht gedacht, dass du dir das anguckst. Finde ich sympathisch, auf jeden Fall. Nein, also wie gesagt, nochmal so kurz Info. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin eigentlich der übelste Metalhead. Aber wie gesagt, ich mache mit meinem Kollegen halt nur Rap-Musik, weil wir und zu denken, ach, einfach ein bisschen die Leute bespaßen. Weißt du, es soll absichtlich manchmal so ein bisschen cringe sein. Weißt du, es ist absichtlich so. Und manche würden sagen, warum stellst du dich jetzt in die Rolle von jemand, der cringe ist, also absichtlich. Ich sag einfach mal, man muss einfach manchmal im Leben auch mal ein bisschen blöd sein, die Birne abschalten, einfach mal ein bisschen Spaß haben. Und UPM Music, sprich Deine Mutter geht kacken, sprich die Songs, die da noch so sind, das sind alles so Lieder, die eigentlich nur auf Spaß haben ausgedacht sind, ja. Die haben keinen tieferen Sinn vom Text her, man sollte das auch am besten nicht zu ernst nehmen, weil auch viele Dinge da sind, wo wir den Mainstream-Rap kritisieren, wo wir allgemein so ein paar Sachen kritisieren, vielleicht die uns ein bisschen stören. Aber es ist immer nur eine Spaßsache. Also bitte an alle Leute, die das jetzt gesehen haben in dem Stream und jetzt sehen, UPM Music ist wirklich nur so ein Satire-Ding. Also es ist wirklich nichts davon, wo wir sagen, das ist jetzt purer Ernst, Digga, das ist Leben, Marlboro Rot und Benzer im Hintergrund. Das ist wirklich das Gegenteil davon. Ne? Wir wollen halt einfach ein paar Leuten ein bisschen Freude machen, sage ich mal. Ne? Klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, weil, ja, gut. Ich will mich, wie gesagt, nicht im Himmel loben, aber es freut mich, die Reaktion. Auch wenn er am Anfang ein bisschen abgecringed hat, ich hab's erwartet, weil, gut, ich meine, wir sind so ein paar Underground-Spastis aus dem Dorf, was erwartest du da, ne? Aber so von sich an hat mich das echt gefreut, dass er sich das wirklich angehört hat, weil ich hätte da nicht mitgerechnet. Das fand ich echt toll. Und, ja, also, ob er das jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt, ist auch voll in Ordnung, weil ich meine, er ist auch ein Metalhead und da erwarte ich jetzt nicht von ihm, dass er den Song jetzt wirklich gut findet. Wie gesagt, meine richtige Musik, diese richtige Musik, die ich mache, die habe ich auch euch nochmal unten in die Beschreibung verlinkt, unter Max Herm steht. Da könnt ihr euch dann mal meine Demo-Songs anhören, wo es dann wirklich in den Rock- und Metal-Bereich geht. Ist aber auch nur so ein kleiner prozentualer Anteil von den Riffs oder den Songs, die ich so geschrieben habe. Und das sind auch nur so Stichproben, wo man mal reinhören kann, wie würde es denn ungefähr klingen, wenn man es mal später mal macht. Und wie gesagt, UPM Music war schon immer so ein Spaß- und Satire-Ding, was man nie ernst nehmen sollte. Und wie gesagt, meine richtige Musik mit Metal, also mit dem ganzen Metal-Stuff drum und dran, das ist wirklich das, wo ich später auch mal richtig was mit noch anfangen möchte, wo ich auch wirklich richtig auch mit einer Band auf Tournee gehen möchte, CDs rausbringen möchte und. Und
Ich wollte es nur mal so kurz Info sagen. Also ich bin kein kompletter Spasti. Ich will wirklich, ich meine es ernst, ich habe diesen Song absichtlich so gemacht, weil ich wollte einfach damit genau diese Art von Leuten ansprechen. So, ich kann kein Deutsch mehr. Arbeitstag war heute zu lang. Ist auch egal. Ja, auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an Dunkle Parabelritter und alle Leute, die dazugeschaut haben. Den Leuten, denen es gefällt, freut mich, denen es nicht gefällt, ist auch in Ordnung. Da erwarte ich jetzt nicht irgendwie, dass die Leute sagen, es ist der beste Song auf der Welt. Aber ist halt so, ne? Das ist schon in Ordnung. Ich hätte es aber schlimmer erwartet, muss ich sagen. Also finde ich schon cool. Und lieber Dunkler Parabelritter, möchtest du irgendwann mal, wenn ich mal mit meiner Band irgendwann mal, wenn die vollständig ist und wir ein, zwei CDs rausbringen und wir auf Tournee gehen, möchtest du mit uns mal ein Interview machen oder sowas? Frag uns gerne an oder mich über Instagram oder wie auch immer und dann können wir gerne mal drüber reden. Also ich glaube nicht, dass du UPM Music mal irgendwie interviewen willst, aber wenn du Bock drauf hast, sehr gerne. Wie gesagt, also man muss wirklich dazu sagen, wir tun wirklich gewollt immer nur so ein bisschen doof, weil das halt auch irgendwie so ein gewisses Image für manche Lieder darstellen soll. So, ne? Und das ist, kann der ein oder andere vielleicht falsch interpretieren, aber wir tun absichtlich so. Also wir sind jetzt keine totalen Vollidioten. Ne? Gut, ich will jetzt nicht mehr zu lange um den heißen Brei labern. Das war soweit eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Und wie gesagt, hat mich mega gefreut, dass er sich das angeguckt hat. Ich fühle mich sehr geehrt und dass es auch nicht komplett schlimm fand, fand ich auch schön. Und ja, dann würde ich sagen, danke wieder fürs Einschalten. Ich bin raus und ich brauche jetzt mal einen Kaffee. Tschüss.